Dieses Jahr sind einige Sachen anders an meinem Auto, bedingt auch durch neue technischen Regeln. Zum Beispiel hier vorne ist es halt so jetzt, dass diese Partie darf nicht höher wie 55 cm vom Boden sein. Das ist einfach aus Sicherheitsgründen hauptsächlich, damit, wenn ich vorne in jemanden reinfahre, damit ich nicht dann über den drüber katapultiere, sondern hoffentlich unten bleibe auf der Strecke. Und dann, wenn man hier weiter nach hinten geht, ist es so, dass je höher die Schnauze vorne bis zum gewissen Grad, je besser ist es für die Aerodynamik unterm Auto. Und deswegen, sobald man hier ankommt, ist es erlaubt, das Auto höher zu bauen. Und das nutzt man dann natürlich direkt aus und geht dann hier sofort hoch, um unten mehr Platz zu erzeugen. Und das ist dann halt leider so ein Kompromiss, optisch vielleicht nicht ganz so toll, aber das ist halt das schnellste Auto so. Und dann weiter hinten ist es so, dass die ganze Seitenkastenpartie hier jetzt auch kompakter geworden ist und viel leichter, viel tiefer unten drin. Das Auto ist auch länger geworden. Das ist halt auch ein recht großer Unterschied. Spürt man jetzt beim Fahren nicht so, aber das ist halt für die Aerodynamik und so schon was ganz anderes dann, wenn man mehr Platz hat auch, die Aerodynamik besser zu lenken und so, die Luft. Und dann kommt man letztlich zum sehr, sehr wichtigen Teil noch hier hinten. Auch eine neue Regel. Man darf dieses Jahr mit den Auspuffgasen den Diffusor nicht anblasen, ja. Und das ist dann halt so, dass die Auspuffe auch viel weiter vorne im Auto sein müssen. Und das macht es halt auch sehr, sehr schwierig, dann die Gase zu benutzen zum Anblasen des Diffusors, weil man kann die nicht so gut lenken, ja. Die gehen dann halt irgendwo hin einfach. Und das ist halt sehr anders, weil letztes Jahr hat das einen riesen Anpressdruck erzeugt, ja, und sehr, sehr viel Grip, besonders in den langsamen Ecken. Und das ist jetzt dieses Jahr nicht vorhanden. Also obwohl das Auto in den meisten Kurven schneller ist, in den langsamen Kurven wird es sehr, sehr schwierig sein, schneller zu sein dieses Jahr, weil ohne diesen Mega-Grip von den Auspuffgasen hat man halt schon sehr, sehr viel verloren da.